Es war dies eine starke Pressekonferenz zum Austrian Open Kitzbühel vom 31. Juli bis 8. August. Ein starkes Presseaufgebot und eine Stimmung weit weg von der Skepsis vergangener Tage. Ein Aufbruch scheint es zu werden. Ein Aufbruch ausgelöst durch ein starkes Spieleraufgebot und das wohl deshalb, man schlägt gerne in Kitzbühel auf. Vorteil Gaudio. Kitzbühel zweimal von den Spielern gewählt zum schönsten Turnier der Welt. Und auch jetzt wieder sind es die Spieler, die den Ruf Kitzbühels als Sandplatzmetropole Österreichs nach wie vor glänzen sehen wollen. Kitzbühel ist eine extrem starke Marke. Das verdanken wir alle Vorväter, nicht nur dieses Tennisturniers, sondern auch des Hahnenkammrennens und viele, viele andere Veranstaltungen, die hier in der Vergangenheit stattgefunden haben. Und man darf nicht vergessen, Kitzbühel ist nicht nur die Sportstadt der Alpen, sondern auch ist eine exzellente Plattform für Networking, für das Zusammenkommen von Menschen. Und ich glaube, das ist die Kombination, die hier Kitzbühel sehr interessant macht. Man darf nicht vergessen, heutzutage, ich glaube, durch die Vielfalt, die heute herrscht, also man darf sich nicht nur konzentriert auf eine reine Sportveranstaltung, sind die Side-Events, die das Ganze noch einmal runder machen, aber nie den Fokus verlieren. Es ist ein Sportevent, es ist ein Tennisturnier und da liegt der Hauptfokus. Das wollen wir verfolgen. Spiel, Gaudio, neue Welle Deutsche.